Guten Morgen! Ich möchte euch heute erklären, wie biochemisch Erektionsstörungen beim Mann entstehen. Ich möchte euch eine Studie vorstellen, die euch zeigt, wie man durch den Konsum einer Frucht oder eventuell zwei, drei Früchte die Erektionsstörungen bekämpfen kann, dagegen etwas tun kann und meinen Beitrag dazu leisten, dass eure Sexualität einfach schöner wird. Zum einen ganz am Anfang, die Erektionsstörungen beim Mann, die sind sehr häufig psychologischen Ursprungs und das, ja, das hilft schon, das zu realisieren, weil dass man weiß, das ist jetzt keine gottgegebene Sache, sondern das ist eine logische Folge von Gedanken, von Überzeugungen, von Einflussfaktoren, die auf einen einprasseln in dieser Gesellschaft, wenn es um Sexualität geht, um Erwartungshaltung, die geschürt wird von Medien, von Filmen, von was auch immer. Dagegen kann man was tun, psychologisch. Und dass das quasi nichts ist, was irgendwie Gott gegeben ist. Das ist ganz wichtig, dass sehr, sehr viele reden von 99% der Menschen, die sich mit Erektionsstörungen beschäftigen, dass das eine Sache ist, die psychologischen Ursprungs ist. Was dagegen hilft, ist eine ganz klare und offene Kommunikation mit seinem Partner darüber und ja, einfach ehrlich sich miteinander darüber auszutauschen. Denn auch bei Frauen existiert dieses Problem, es ist nur nicht so offensichtlich, sondern tut sich eher ja, quasi so manifestieren, dass sehr viele Frauen keinen Orgasmus beim Sex kriegen und ja, sich das dann nach dem Orgasmus holen müssen oder ganz darauf verzichten. Und ja, damit auch schon abgeschlossen haben. Das gibt es die Frauen, die sagen dann einfach, nö, Sex ist für mich nicht mit Orgasmus verbunden. Okay, also, alles was wir essen an Nahrung, alles was sich bei uns organisch gebildet hat, entsteht aus der Nahrung. Das heißt, alles was wir sind, entsteht aus der Nahrung. Und viele vergessen das immer wieder und sehen so die Nahrung als ein so notwendiges Übel an, wo man sich informieren muss. Und ja, eigentlich gar nicht so wichtig. Aber jeder Gedanke, den ihr formt, ist entstanden aus eurer Ernährung. Jede Krankheit, worunter ihr leidet, jedes Leid, woran ihr erleidet, ist aus der Nahrung. Und entsprechend kann man bei bestimmten Problemen, wie zum Beispiel Krebs oder Erektionsstörung, Möglichkeiten finden, ausgehend von der Nahrung dieses zu bekämpfen. Gut. Stickstoffmonoxid, das spielt eine große Rolle für die Erektion. Sowohl für das Anschwellen des Schwellkörpers, des Penis, auch als sogenannter Vasodilator. Das heißt, das ist die Entspannung des Penis, die Entspannung des Muskelgewebes. Dieses Stickstoffmonoxid aktiviert in einem ersten Schritt das Guanylylcyclase. Und das wird aktiviert, um aus Guanosintriphosphat einen Stoff umzuwandeln, der sich nennt zyklisches Guanosinmonophosphat. So, das nur mal für die Biochemiker unter uns. Ja, ich lese es auch nur ab. So, und wenn dieses zyklische Guanosinmonophosphat oder diese Monophosphate hydrolysiert werden, die also ausgehend von dem Stickstoffmonoxid sozusagen gebildet wurden, dann, also hydrolysiert heißt, dass sie mit Wasser in Kontakt gekommen sind, dann werden die Arterien des Penis geweitet und die Muskulatur wird dann weniger fest, das heißt der Penis erschlafft. Das heißt, das Stickstoffmonoxid ist einerseits ja, positiv für die Erektion und andererseits auch wieder negativ. Das steuert im Endeffekt alles. Das ist relativ wichtig, das zu wissen. Bei dem Prozess, den ich euch gerade gesagt habe, wenn es um die Erschlaffung des Penises geht, ist ein Enzym namens Phosphodiesterase, PDE5, dafür verantwortlich, dass diese Arterien geweitet werden. Das ist also das Enzym, was Enzyme wisst ihr ja, das sind so ja, kleine Energieschübe, die sozusagen eine Aktivierungsenergie bereitstellen, damit ein Prozess ins Laufen kommt. Und der Prozess, der da ins Laufen kommt, durch dieses Enzym namens Phosphodiesterase, ist der Prozess der Erschlaffung des Penises. So, und das wollen wir ja verhindern, wenn wir eine Erektionsstörung
haben. Egal wie stark die ausgeprägt ist. Also die einfachste Lösung, Hemmen des Enzyms. Das funktioniert auch sehr gut und kostet allerdings sehr, sehr viel Geld und darauf basieren sehr viele Medikamente, die sich mit Erektionsstörungen beschäftigen. Problem ist nicht nur, dass sie sehr viel Geld kosten, sondern das Problem ist auch, dass diese Medikamente, die darauf basieren, dieses Enzym zu hemmen, dass sie auch einiges an Nebenwirkungen haben. Wie es meistens der Fall ist, wenn man ganz selektiv einzelne Stoffe nimmt und dem Körper zuführt, die in der natürlichen, als natürliche Frucht oder als natürliches Gemüse eben nicht in dieser hohen Konzentration da wären. So. Eine weitere Möglichkeit wäre einfach weiter Stickstoffmonoxid zu uns zu nehmen, also immer wieder das zuzuführen, weil sie in erster Linie für die Erregung sorgt. Das ist allerdings auch keine wirklich gute Lösung, weil das Stickstoffmonoxid ist ein giftiges Gas ab einer gewissen Konzentration. Und deswegen ist es wichtig oder wäre es wichtig, das Stickstoffmonoxid durch die Nahrung zu uns zu nehmen. Und ja, und da kam man dann dazu, dass das L-Arginin, das ist eine Aminosäure, wunderbar als Stickstoffmonoxid-Donator, also als Spender quasi fungieren kann. Und dann hat man versucht, in den ersten Studien damit rumzuspielen, das L-Arginin vermehrt zuzuführen und hat gemerkt, wow, das funktioniert. Also einfach Stickstoffmonoxid reinballern und ja, und die Erregung wird immer wieder aufs Neue sozusagen aktiviert und dadurch halt quasi bleibt der Penis steif. Es funktioniert halt ein bisschen anders als mit dem Enzym Phosphodiesterase hämmern, die halt das verhindern, dass der Penis erschlafft, sondern man geht einfach den Weg, dass immer wieder neu erregt wird und dadurch halt eben steif bleibt. Ja, das wäre dann eigentlich eine ziemlich coole Lösung, also einfach L-Arginin zu uns nehmen. Problem dabei ist, ist auch wieder eine einzelne Aminosäure und ein einzeln singulärer Stoff und zu viel L-Arginin führt auch zu hohen Kopfschmerzen, also hohen Kopfschmerzen, also hohen Grad an Kopfschmerzen und zu Dummheit. Ha, das ist ein Problem. Das kennen der eine oder andere Bodybuilder, wird das ja vielleicht kennen, dass halt wer zu viel Eiweiße isst, dass man dann so merkt, so eine Dumpfheit in sich hochkommen. Und das ist halt eben damit assoziiert. Also hoher Proteinkonsum führt halt eben, das ist halt kein Klischee. Oder sagen wir so, jedes Klischee hat ja irgendwo seine Wahrheit. Man sagt so, Bodybuilder sind dumm. Das ist natürlich Quatsch, nicht jeder Bodybuilder ist dumm. Aber eine hohe Proteinzufuhr führt halt so zu einer gewissen Abgestumpftheit oder Dummheit, wie ihr das nennen wollt. Und das ist eben bei L-Arginin auch der Fall, wissenschaftlich bewiesen. Und entsprechend sollte man L-Arginin jetzt nicht einfach in hohen Dosen zu sich führen. Oder man ist es halt so wichtig, dass der Penis halt steif bleibt. Und ja, dann sollte man es tun. Also hat man noch eine Stufe eher angesetzt. Man hat also die erste Lösung war mit dem Phosphodiesterase 5-PDE Hämmer die Erektion zu stoppen, also die Erschlaffung zu stoppen. Ja, blöde Nebenwirkung. L-Arginin zuzuführen, um immer wieder eine neue Erektion quasi zu initiieren und damit den Penis steif zu halten. Blöde Nebenwirkung. Und nun gibt es den Stoff L-Citrullin. Das ist auch in einer Aminosäure, aber aus dem der Körper selber das L-Arginin bildet und damit man eben nicht die Nebenwirkung hat, als wenn man das L-Arginin zuführt. Und man hat da mit 1,5 Gramm L-Citrullin pro Tag experimentiert und da gab es dann eben eine Studie, ich werde euch die Studie natürlich auch verlinken, wenn ich es nicht vergesse, ansonsten schreibt mir es in die Kommentare, dann verlinke ich euch das danach, passiert mir hin und wieder. Und dann hat man der einen Gruppe Placebos gegeben mit Erektionsstörung und der anderen Gruppe hat man das L-Citrullin gegeben mit 1,5 Gramm pro Tag. Und dann hat man geschaut, was dabei rauskommt. Und tatsächlich ist es auch bei dem L-Citrullin so, wie auch die anderen beiden Methoden, es wirkt alles, ist alles gut. Aber hier gibt es halt keine Nebenwirkungen bei L-Citrullin, zumindest bei 1,5 Gramm am Tag. Und zwar haben durch den Placebo-Effekt 8,3% der Placebo-Gruppe gesagt, wow, wir haben weniger Erektionsstörung, der Penis bleibt länger hart. Und das ist übrigens ein Plädoyer für euren Geist oder ein Beweis dafür, dass es oft psychologische Störungen sind, dass selbst bei einem Placebo 8,3%, das heißt jeder Elfte ungefähr, seine Erektionsstörung verbessert wurde, wegen so einer kleinen nutzlosen Tablette. Und
Ja, das also was war die Kontrollgruppe. Und dann hat man halt eben die Gruppe, wo man das L-Citrullin quasi gegeben hat, 1,5 Gramm. Und da hat die Hälfte, also 50%, eine Verbesserung der Steifheit oder eine Verlängerung der Erektion feststellen können. Also auch da wieder hilft, hilft. Und da kann man natürlich Citrullin als Nahrungsergänzung wieder kaufen. Habe ich euch unten verlinkt bei Amazon. Und scheint auch erstmal keine Nebenwirkungen zu haben, weil der Körper das eben umwandelt, L-Arginin, und was zu viel ist, einfach ausschaltet, was ihm schlecht tun würde, was eben zu Kopfschmerzen, zu Dummheit oder was auch immer führen würde. Und von daher ganz gut. Aber wir haben die Natur. Wir haben tatsächlich außerhalb von Amazon auch noch die Natur, die uns mit frischen Früchten und frischem Gemüse, ja, die uns das bereitstellt. Und da gibt es zwei vollwertige, richtig geile Lebensmittel, die uns mit ganz spielen mit 1,5 Gramm Citrullin, L-Citrullin versorgen. Und das war gar nicht so leicht zu finden, leicht herauszufinden aus den Informationen, welche Obst- und Gemüsesorten das L-Citrullin, weil das ja keine essentielle Aminosäure ist, weil essentielle Aminosäuren, das kann man relativ gut rausfinden über die verschiedenen Nahrungsmittelrechner, also wo halt die Nährwerte drin sind, aber so eine Vorstufe, das ist gar nicht so leicht zu finden, aber ich hab's gefunden und ja, also, war ein bisschen Selbstbeweihräucherung, Entschuldigung. Also, Wassermelone und Gurke, diese beiden haben einen relativ hohen Anteil an L-Citrullin. Und um diese 1,5 Gramm sicher zu erreichen, da ist auch schon die Bioverfügbarkeit so ein bisschen mit einberechnet, ist, dass ihr pro Tag 1,5 Kilo Wassermelone oder 1,1 Kilo Gurke zu euch nehmen müsst, um auf die 1,5 Gramm L-Citrullin zu kommen. Ist natürlich ein Witz, 1,5 Kilogramm Wassermelone, ja, das ist überhaupt kein Problem. 1,1 Kilo Gurke eigentlich auch nicht. Ja, also von daher, wenn ihr diese beiden Sachen mit in eure Ernährung hineintut, und idealerweise esst ihr diese als Monomahlzeit. Das gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, aber ich habe durch andere Versuche mit anderen Aminosäuren schon festgestellt, dass Aminosäure oft sich gegenseitig blockieren beim Eintritt, zum Beispiel in die Blut-Hirn-Schranke. Eigentlich das Tryptophan. Das heißt, versucht einfach die Wassermelone so zu essen und die Gurke so zu essen. Und dann braucht ihr keine Nahrungsergänzung, und die Wassermelone versorgt und die Gurke versorgt euch auch zusätzlich mit richtig geilem Shit. Und von daher, ja, perfekt. Deswegen natürlich rohköstlich, das ist klar. Also keine Wassermelone irgendwie kochen. Keine Ahnung, ob das geht. Gurke kochen, das geht, habe ich schon gesehen. Jemand Schmorgurken und so. Also einfach rohköstlich Gurke und Wassermelone essen. Und ja, und deswegen kann ich ja nur sagen, auf geht's, Wassermelone und Gurke bei Erektionsstörung, und die Welt geht nicht unter bei Erektionsstörung. Ne? Offen kommunizieren mit eurer Partnerin, mit eurem Partner, und was richtig toll ist, die Wassermelone, da könnt ihr sogar auf Bioqualität verzichten, weil selbst die gespritzten Wassermelonen haben kaum nachweisbar Schadstoffe innerhalb des Fruchtfleisches. Die Schale müsst ihr dann natürlich abschneiden. Ja, bei Gurken solltet ihr auf Bioqualität achten. Ich hatte auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt gleich im Anschluss. Welche Nahrungsmittel solltet ihr unbedingt in Bioqualität kaufen, und welche, bei denen ist das nicht so wichtig? Wenn ihr natürlich über genügend Geld habt, dann aus ökologischer Sicht immer Bioqualität kaufen, um ein Statement zu setzen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch etwas informieren über Erektionsstörungen und ja, wie ihr eure Erektionsstörung verbessern könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einfach Daumen nach oben, das Video teilen, und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Euer Christian. Tschüss.